Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Lindys völliger Welt. Ich bin Linda und der kleine Kerl hier auf meinem Schoß, das ist Karl. Ich hoffe, dieses Mal schnarcht er nicht ganz so laut wie beim letzten Mal. Es war nicht meine Absicht, dass er so laut zu hören ist. Ich hoffe, dass es keinen großartig gestört hat. Wenn ja, es tut mir auf jeden Fall leid und ich hoffe, ihr könnt drüber hinwegsehen. Ich werde ihn dieses Mal versuchen, ein bisschen umzulegen, wenn er ein bisschen zu laut ist. Ja, alle meine Projekte, die ich so zeige, findest du unten auch in der Infobox verlinkt. Die Links für alle zu Reverie, zu meinen Projekten dort, die sind aber auch öffentlich gestellt, so dass du da auch reingucken kannst, wenn du keinen Reverie-Account hast. Ich finde es mal ein bisschen einfacher, dann nochmal nachzugucken, als die ganze Folge nochmal durchzuspulen, um nur rauszufinden, welche Nadelstärke ich zum Beispiel benutzt habe. Dann ist das auf jeden Fall alles im Projekt drin. Da brauchst du dir also keinen Stress machen und kannst ganz in Ruhe zugucken oder zuhören. Ja, dann würde ich mal sagen, geht's jetzt mal los mit den Sachen, die ich so gestrickt habe und die ich so fertig habe. Ich habe nämlich tatsächlich was fertig und zwar meine Socken aus dem Socksburg. Da hatte ich ja die Socke Nummer 21 angefangen und die ist tatsächlich fertig. Diese Socke hatte ich beim letzten Mal bis hierhin angefangen gehabt und habe dann hier noch den ganzen Fuß und dann noch diese ganze Socke fertig gestrickt. Ich bin sehr zufrieden. Es ging wirklich sehr schnell. Ich habe vom 1. bis zum 24. September nur dran gestrickt. Das ist für mich quasi ein Blitzstricken bei Socken. Normalerweise brauche ich deutlich länger bei Socken. Hier mal in der Nahaufnahme das Links-Rechts-Bündchen. Dann kommt hier das Muster, der Schaft. Hier dann die Skäppchenferse. Hier ist übrigens dann der Maschenmarkierer. Und da war ich beim letzten Mal. Das ist übrigens ein Weihnachtsmaschenmarkierer, damit ich mich daran erinnere, dass diese Socken für die Freunde meines Bruders zu Weihnachten sind. Hier ist noch die Bandspitze. Die Bandspitze stricke ich normalerweise eigentlich nicht so gerne, da ich die optisch nicht so gerne mag. Aber ich dachte mir mal ausnahmsweise, da die so in der Anleitung stand, probiere ich die mal wieder aus. Ich bleibe dabei, es wird einfach nicht meine Lieblingssockenspitze. Und jetzt schnarcht der Hund auch schon wieder. So, mal anders hingelegt. Es wird nicht meine Lieblingssockenspitze, aber das ist, denke ich, nicht ganz so schlimm. Ich wende mal eben hier jetzt ein bisschen die Socke, damit ich die Spannfäden zeigen kann. Ich bin nämlich sehr zufrieden damit, wie die geworden sind. Das hier sind nämlich die Spannfäden innen drin. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass sie ein bisschen fester werden, da ich ja sehr lange keine zweifädige Projekte gestrickt habe, also zweifarbig eher gesagt. Habe ich sehr lange nicht gemacht und da dachte ich wirklich, dass ich da sehr viel fester stricken würde. Es hat sich aber dann doch gelegt, die Sorge. Die Socken sind aber in 40-41 gestrickt, obwohl die Freundin meines Bruders eher 39-40 hat. Diese Größe gibt es aber gar nicht im Buch. Da gibt es nur 40-41 und 38-39 und 38-39 wäre tatsächlich am Schaft einfach zu eng gewesen. Gestrickt habe ich die auf 2,5er Nadelspiel. Ein größeres Nadelspiel hätte ich also auch nicht gehabt, um hier das Muster ein bisschen breiter zu machen. Daher ist es dann halt eine Größe, etwas größer geworden. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Ich habe dafür dann halt den Fuß ein bisschen kürzer gestrickt. So müsste das dann alles ein bisschen passen. Denke ich mir jedenfalls. Die rote Wolle, die habe ich mal von einer Freundin meiner Mutter gekriegt in ein Reste-Wollpaket für meine Wolldecken, die ich ja stricke. Da war noch so viel Wolle bei, dass ich mir dann dachte, kann ich dann noch diese Socke mit damit machen. Das Weiß ist von Lana Crossa, müsste es sein. Normale 420 Meter auf 100 Gramm die Socke. Die Socke, das Knäuel, nicht die Socke. Jetzt komme ich hier schon total durcheinander. Genau, und das sind die Socken, die ich fertig gemacht habe. Und ich bin total, wie gesagt, total zufrieden. Ich werde auf jeden Fall jetzt häufiger zweifarbig stricken. Ginge wirklich ganz schnell, also gefühlt deutlich schneller und deutlich spaßiger, als normalerweise bei mir Socken sind. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, auf jeden Fall mal auszuprobieren. So, und dann habe ich noch was fertig gestrickt. Und zwar eine Herbstdeko als Resteprojekt. Fand ich auf jeden Fall eine sehr tolle Idee. Gefunden habe ich die Anleitung bei Knitloop, die hat die Anleitung übersetzt. Die Originalanleitung war von Theresa de Bros. Und wovon rede ich eigentlich? Ich rede von dem hier. Das sind Herbstblätter, jetzt in verschiedenen Farben. Ich habe einfach mal jede Farbe mitgenommen, die ich gestrickt habe. Ich habe die aber alle mehrfach gestrickt als nur diese einfach. Ich zeige jetzt erstmal das in Gelb. Das Gelb ist übrigens von Restewolle von meiner Mütze, die ich aus großer Wolle gestrickt habe. Das ist die Vorderseite, das ist die Rückseite und dann kann ich die hier so aufhängen. Die hängen bei mir im Wohnzimmer übrigens auf einem Ast. Das hier ist eigentlich ein Rot, das sieht man aber jetzt im Video nicht ganz so gut.
Das ist ein Tweedgarn, daraus habe ich mal ein Oberteil gestrickt. Übrigens habe ich von dem Gelben jetzt noch so viel. Es werden noch ein paar Blätter. Und von dem Rot so viel. Es wird ein bisschen, ja, es würden ganz viele Blätter werden. Aber ich werde nicht nur Blätter daraus stricken. Das benutze ich immer mal wieder. Für alle möglichen Jahreszeiten nutze ich das mal für Mini-Projekte. Mini-Projekte stricke ich übrigens sehr gerne immer mal nach Socken. Einfach, damit man schnell mal eben was fertig hat, mache ich das ganz gerne. Das hier ist ein größeres Blatt. Das habe ich aus Lana Grossa Wolle gestrickt. Ich weiß nicht mehr welches. Ich hatte das halt so in der Restekiste übrig. Aus dem Grau kann ich nochmal eins stricken oder zwei sogar. Ich weiß aber nicht, ob ich das so in der Farbe nochmal mache. Es lockert aber so ein bisschen auf, wenn man das mit den beiden kombiniert. Und dann habe ich noch eins im Braun, auch noch aus Lana Grossa, aus so einem größeren Lana Grossa Garn gemacht. Das hat dementsprechend natürlich einen sehr großen Unterschied in der Größe zu den Gelben. Es ist genauso gestrickt wie das Gelbe, genauso gestrickt wie das kleine Rote, aber halt deutlich größer. Das Braun ist tatsächlich leer geworden, da kann ich jetzt auch keinen Rest zeigen. So finde ich das irgendwie auch ganz schnücklig. Vielleicht kann man da auch einen Kranz draus machen, muss ich mir mal überlegen. Wäre auf jeden Fall eine schöne Idee so für eine Haustür, so einen kleinen Blätterkranz selbst gestrickt. Ich kann die nur empfehlen, auf jeden Fall zu stricken. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich verlinkt, wenn ihr die einmal macht, damit ich die sehe. Ich bin immer sehr gespannt, was ihr so strickt, wenn ich euch so Ideen gegeben habe oder so. Ihr könnt auch gerne in meiner Revolve-Gruppe dann ein Foto davon teilen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr die nachmachen würdet. Und wie ihr damit dekoriert, das bin ich auch ganz neugierig. Ja, dann, das waren meine fertigen Projekte tatsächlich schon. Dann kommen wir jetzt zu meinen Sachen, die ich in Arbeit habe. Ich habe tatsächlich was in Arbeit, nämlich wieder Socken, wieder aus dem Socksbook. Und zwar die Socke Nummer 6. Und die sieht bei mir so aus. Ist die nicht cool? Also ich finde die richtig klasse. Ich stricke die jetzt schon richtig gerne. Angefangen habe ich die, ich muss mal eben auf mein Handy gucken, wann ich mit der Socke angefangen habe. Ich habe angefangen am 28. September und bin jetzt so weit. Also ich bin fast fertig mit dieser Socke. Es macht auch richtig Spaß, sie zu stricken, weil dann denkt man sich immer so, ach, jetzt noch ein Mustersatz. Und ein Mustersatz ist ja so ein Stück hier. Puh, das sieht man jetzt gar nicht. Das ist ja hier so ein Stück Mustersatz. Also man hat total schnell einfach ein ganzes Stück Socke nochmal geschafft. Ich zeige es dir jetzt mal aus der Nähe. Hier einmal der Schaft, der ist hier sehr lang bei der Socke, finde ich aber gar nicht schlecht. Dann das Muster, die Boomerang-Ferse, die hat übrigens bei mir Löcher. Ich habe die so lange nicht mehr gestrickt, dass ich da total aus der Übung bin und die deswegen Löcher gekriegt hat. Aber das ist nicht so schlimm, ich verdiene die einfach am Ende und fertig. Das ist kein Drama. Und hier nochmal das Hauptmuster. Übrigens, ich will dich ja nicht belügen. Da ist mir eine Masche runtergefallen. Ich habe sie einfach wieder hochgestrickt, weil ich in dem Moment das nicht gesehen habe, es zu spät gemerkt habe und die nicht mehr hochfummeln konnte. Dadurch ist da jetzt einfach ein kleiner Strickfehler drin. Ich glaube aber, das ist nicht ganz so schlimm. Es sind eh Socken für mich. Diese hier werde ich behalten. Sie ist auch mein Lieblingsfarben. Obwohl, ein Orange fehlt eigentlich noch. Ich liebe eigentlich Gelb, Rot und Orange. Aber mit dem Weiß zusammen sieht das total toll aus. Ich bin tierisch verliebt jetzt schon in diese Socken und freue mich jetzt schon auf den Tag, wo ich die anziehen kann. Das wird aber erst nach der nächsten Folge für euch sein. Da ich die bis dahin sonst wahrscheinlich in der Wäsche habe, wenn ich wieder Zeit habe, die aufzunehmen. Daher werden die dann, wenn ich die fertig habe, zur Seite gelegt. Und dann muss ich warten, bis ich wieder die Zeit habe, euch was aufzunehmen. Beziehungsweise dir was aufzunehmen. Ich springe jetzt hier die ganze Zeit in euch und dir durcheinander. Das mache ich nicht mit Absicht. Ich versuche beim Du zu bleiben, weil ich mir vorstellen kann, dass das ein bisschen netter ist, wenn ich dich persönlich anspreche. Aber das ist nicht ganz so einfach, da ich ja in der letzten Staffel sehr viel von ihr gesprochen habe, muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass es ein Du bleibt. Also ich hoffe, du siehst es mir nach, wenn ich da jetzt die ganze Zeit so ein bisschen hin und her springe und das ein bisschen verwirrt klingt. Ich bin nicht verwirrt, na, vielleicht ein bisschen, meistens wäre es eigentlich nicht. aber
ich gebe mein Bestes, dann bei dem Blue zu bleiben. So, gestrickt sind die auf der Nadelstärke 2,5 mm. Wieder auf ein Nadelspiel. Ich stricke sehr gerne auf ein Nadelspiel. Wobei ich sagen muss, bei dem hier verliere ich zwischendurch die Maschen. Also nicht nur bei der einen Stelle, wo ich die einmal verloren habe. Ich habe zwischendurch rutschen hier die Nadeln, wie man sieht. Die rutschen sehr schnell bei mir. Ist nicht meine Absicht. Ich werde dann nochmal versuchen, eine Lösung zu finden für mich, dass mir die dann nicht immer runterrutschen. Ich wende jetzt die Socke nochmal so ein bisschen, dass ich dir mal die Spannfäden in dieser hier zeigen kann. So. So sieht das zurzeit mit den Spannfäden in dieser Socke aus. Die ist tatsächlich in der Originalgröße sehr gut für mich. Sie passt wirklich. Das ist 38, 39 und normalerweise trage ich 39, 40. Aber dadurch, dass ich hier zwischendurch immer mal zwei Reihen keine Spannfäden bei sind, passt die wirklich sehr gut. Und jetzt hat Karl sich gerade gestreckt und schnarcht sehr laut. So sieht er hier übrigens gerade aus. Der genießt das. Der genießt bei Frauchen liegen. ja, das Gelb ist Wolle, die, wie die rote Wolle hier unten auch, die ich von der Freundin meiner Mutter bekommen habe. Da war noch sehr viel von übrig. Da habe ich halt gedacht, dann passt das auf jeden Fall noch für diese Socke. Sieht auch sehr gut aus dafür. Ich liebe diese Farben. Dann das Weiß ist wieder die Lana Grossa Wolle. Hier nochmal die Knäule. So sehen die aus. Das ist das Rot. Das ist das Gelb und hier das Weiß. Das Weiß, das wird vielleicht nicht für die zweite Socke reichen, weiß ich noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall noch ein volles Knäuel davon da. Die anderen beiden, da mache ich mir keine Sorgen, die werden auf jeden Fall reichen. Das wäre auf jeden Fall schon mal das, was ich aktuell großartig stricke. Aber ich habe ja beim letzten Mal alle Projekte gezeigt, die ich im letzten Jahr auch gestrickt habe und die ich zwischendurch auch stricke und habe da ja ein, zwei Projekte nicht gezeigt, und zwar meine Strickdecken. Die stricke ich gerade nicht im Moment aktiv, ich muss den Hund mal eben rumschieben, die stricke ich gerade nicht so aktiv weiter, weil ich gerade keine Wolle hatte. Das Problem hat sich aber auch gelöst. Ich habe ein super tolles Paket bekommen, aber das komme ich gleich noch zu. Jetzt zeige ich erstmal die großen Decken. Naja, so groß sind die eigentlich nicht, aber naja. Das hier ist die erste Decke, bei der habe ich fleißig weiter gestrickt im letzten Jahr. Naja, so fleißig auch nicht, aber ein bisschen weiter gestrickt. Das ist die Ten Stitch Twist-Decke. Ich stricke die wirklich sehr gerne. Es macht mir wirklich sehr viel Spaß, so zwischendurch einfach mal eine Farbe weiter zu stricken. Und wie man sieht, die hat jetzt schon eine beachtliche Größe erreicht. Karl kann sich schon drauflegen. Stricken tue ich die mit der Nadelstärke 2,5. Hier, das ist eine Bambusnadel, die ganz schön verbogen ist. Die habe ich geschenkt gekriegt von einer Freundin. Ich weiß nicht, woher die kommt und was das genau für eine Bambusnadel ist. Ja, das kann ich auf jeden Fall dazu sagen. Das sind alle meine Reste, Wollreste. Das sind immer die aus diesem Glas. Mein Freund zieht dann eine, ein Knäuel, und das stricke ich dann hier rein, bis es komplett leer ist. Vorher landen die Reste aber in dieser Decke. Und ich glaube, fast alle kennen diese Decke von anderen Leuten, aber auch schon. Das ist die Memory Blanket. Und meine ist, wie man sieht, ein bisschen anders. Ich stricke nämlich nicht quadrat ganz normal dran, sondern bei mir ist die zackig. Das ist jetzt die falsche Seite. So, meine wird Zacken haben. Hat aber jetzt so eine Größe, dass ich die gar nicht mehr so richtig zeigen kann. Ich kann die jetzt einmal ganz über mich drüber legen. So, ich bin jetzt ein Gespenst. So sieht das jetzt aus. So. Habe ich hier lauter Spannfäden. Ich weiß gar nicht, wie ich die großartig zeigen soll. Ich blende auf jeden Fall gleich nochmal ein Foto dazu ein. Stricken tue ich die auf 3,0 mm Nadeln. Wie gesagt, immer aus Wollresten. Da sind viele getauschte, viele Reste von mir, viele geschenkte Wollreste bei. Also da ist von allen möglichen Wolle bei.
in allen möglichen Formen, Farben. Ich finde die Decke total toll. Sie wird irgendwann mal eine Tagesdecke für unser Bett werden. Die hat jetzt schon tatsächlich die Breite des Bettes. Jetzt geht es nur noch in die Höhe. Ich bin mal gespannt, wann das endlich soweit sein wird. Und dann nochmal dazu, warum ich jetzt weiter an dieser Decke strecken kann. Da habe ich nämlich ein Paket bekommen von der lieben Katharina. Hallo Katharina! Und Karl schimpft gerade mit mir. Ich habe ihm seinen Platz geklaut. Er ist ja darin sehr gut im Schimpfen. Ja. So, ihr könnt das. Ich zeige einfach mal das Paket. So. So sieht das von innen aus. In diesem Beutel. Ich mache das jetzt mit einer Hand, weil ich weiß nicht, ob die Kamera das hält. Ich schraube das mal fest. So, jetzt geht das so ganz gut. In diesem Beutel sind ganz viele kleine Reste. Karl ist sehr skeptisch. Hier ist ein kleiner Sockenblank bei. Das hier ist so gehäkeltes Garn, glaube ich. Nochmal Filzwolle. Die kann ich bestimmt aber auch zum Nadelbinden nehmen. Ein ziemlich großes Wollknäuel. Ich muss mir ein bisschen umpacken hier so. Dann hier noch. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass da unten die Kamera ist. So, ich lege das alles mal ein bisschen zur Seite. Hier ist noch blau. Katharina, deine Wolle scheint gut zu riechen. Karl mag sie. Womit auch immer du die Wolle gewaschen hast oder so, Karl findet das gut. Hier ist noch so ein Blau. Die hier ist ein bisschen dicker als normale Sockenwolle. Mal gucken, die auch so in die Decke geht. Und dann hier noch mehr Reste. Mal so eine Farbe. Das ist eher so ein Bordeaux-Rot. Ich kann das aber jetzt nicht so gut zeigen. Das sieht man nicht so gut. Dann noch diese hier. Dann gab es, das knistert jetzt, auch ein bisschen Spinnenfutter. Darüber freue ich mich auch richtig. Zu meinem Spinnrad kommen wir übrigens auch gleich. Dann habe ich auch Bohnen gekriegt, weil ich ja auch einen Garten habe. Dann habe ich ein bisschen Bohnen fürs nächste Jahr bekommen. Das sind Punktbohnen. Hier, das hier müssten, glaube ich, Tomatensamen gewesen sein. Hier drin ist eine kleine Seife. Und dann hier sind noch ein paar Zettelchen. So, dann mache ich das Paket mal zu wieder. Und dann kommt das weg. Dann die Kamera wieder richtig. So, übrigens, gesponnen habe ich auch. Das habe ich gerade ganz vergessen. Das ist mir dank Katharinas Paket gerade wieder eingefallen. Da seht ihr noch ein Bücher. So, da, so weit bin ich im Moment. Beim letzten Mal war ich hier. Und jetzt habe ich soweit hier nochmal weiter gesponnen. Es geht also langsam dem Ende zu bei meinem Spinnprojekt. Hier ist übrigens das bisschen Wolle noch. So, da ist noch das bisschen Spinnenwolle, was davon übrig ist. So, ist die Kamera wieder richtig? Ja, perfekt. Genau. Was habe ich jetzt noch vergessen? Nein, das war auf jeden Fall erstmal diese Sache. Und dann habe ich auch noch was, nämlich ich habe ganz viel in meiner Planung. Und da sind ein paar Sachen auch bei, die vielleicht für euch auch interessant sind, wo ihr vielleicht auch mitmachen könnt. Ich hatte ja beim letzten Mal schon erzählt, dass ich muss dabei eben aufs Handy gucken, weil ich ein Bild dazu habe. Ich hatte ja beim letzten Mal schon erzählt, dass viele von euch ja so ein UFO-Bingo machen und dass das bei mir ja nichts Richtiges wäre, weil ich ja keine UFOs wirklich habe. Wohl doch, da drüben liegt ja noch der Schal von meinem Freund. Das ist so zwei UFO-Sachen habe ich. Einmal Nadelbinden, Hausschuhe, die habe ich übrigens nicht weitergemacht seit letztem Mal.
Und eben ein Schal für meinen Freund. Muss ich auch mal wieder weiter stricken davon ab. Aber ich habe nicht so viel, um da ein Bingo draus zu machen. Aber ich habe viele andere Projekte, die in der Planung sind, wofür ich Anleitungen da habe und auch die Wolle da habe. Daraus könnte ich ein Bingo machen, habe ich ja gesagt. Und so, das habe ich jetzt mal angefangen. Ich habe jetzt mal dieses Bild zusammengestellt. Da sind alle meine geplanten Projekte, wofür ich alles da habe, drauf. Das ist einmal der Edmonton-Sweater von Kneed Loop. Davon habe ich auch schon die Knit Loop. Davon habe ich auch schon die Wolle und die Anleitungen unten liegen. Dann sind das drei Galgo-Schals. Also für die Hunde meiner Mutter habe ich die Wolle und auch die Anleitung. Und damit die Hunde es im Winter ein bisschen wärmer haben, können die gerne einen Schal kriegen. Das hatte ich meiner Mama versprochen und endlich müsste ich die jemals mal anfangen. Die hatte ich da. Dann hätte ich da den Runny-Rose von Suvi Simola auf meiner Liste. Und auch ein asymmetrisches Dreieckstuch von Gisela Klöpper. Das hatte ich letztes Jahr übrigens auf dem Wollfest in Sulingen gekauft. So lange liegt das schon in der Planung bei mir. Dann den Kate von Caitlin Hunter. Den würde ich so gerne stricken, aber ich bin echt noch am Überlegen, wann ich den hinkriege. Dann das Ripple-Bralett, das von Jessie Mae Martinson. Dann hätte ich dann noch, wie man hier auch sieht, sogar insgesamt drei Strick- und Häkelpakete dabei. Einmal so ein Schaf, das gab es mal bei Aldi. Dann wie heißt denn das? Poncho und einen kleinen Schneemann, aber auch noch Business Casual Socks, eine Socke aus meinem ganzen anderen Stash und dann noch Wings of Love von der Michaela Schmidt-Förster. Das ist so ein kleines Herz mit Flügeln. Und da hatte ich jetzt überlegt, das Bild wird bei Instagram hochgeladen von mir. Und dann werde ich die jetzt mal alle nacheinander abarbeiten. Nur weiß ich noch nicht genau, wie ich das nenne. Ich hatte jetzt überlegt, dass es alles ist da Bingo nenne. Einfach so abarbeiten oder Anstrick-Bingo, aber es ist ja kein richtiges Anstrick-Bingo. Vielleicht Projekte-Bingo. Was meint ihr denn? Vielleicht habt ihr da noch eine Idee, wie das am besten heißt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn jemand von euch da mitmacht. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass einige von euch auch Projekte da haben, die sie schon lange anfangen wollten. Karl schimpft. Hier. Schimpft. Na, keine Ruhe mit mir. Dass viele schon Projekte zu Hause haben, die sie gerne mal anfangen wollten, aber es irgendwie nicht gemacht haben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du damit machst, wieder der Schwank zwischen du und ihr, ne? Es tut mir auf jeden Fall leid, dass das zwischendurch passiert. Wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du da mitmachst, wenn du dann auch ein paar Projekte dabei hast, die du schon länger geplant hast, aber noch einfach nicht umgesetzt hast. Ja, das einmal und dann hätte ich noch eine Idee. Nämlich ein Cardigan-Strick-Call. Knit-Along. Genau, ein Cardigan-Knit-Along. Darauf bin ich gekommen durch durch den Anstrick-Generator von Knit Loop. Da hatte ich dann in meiner Story bei Instagram gezeigt, was bei mir rauskam. Da kam nämlich der Cardigan raus und ich habe noch nie ein Cardigan gestrickt. Habe aber tatsächlich auch eine Anleitung da, nur die Wolle fehlt. Aber die kann ich auch nicht mehr dieses Jahr kaufen, weil ich ja mein Wollkaufverbot habe. Dies war nur das Wollfest, die Erlaubnis und einmal Knit Loop. Ja, genau. Da hatte ich nämlich überlegt, ein Knit Along draus zu machen. Ich hatte nämlich eine Nachricht bekommen von jemandem darüber, dass sie auch noch nie ein Cardigan gestrickt hat und das gerne auch mal machen würde. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, da ein großes Projekt draus zu machen, dass dann mehrere von euch da mitmachen können. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass du vielleicht auch noch kein Cardigan gestrickt hast. Schon wieder der Sprung zwischen ihr und du, ne? Es ist in diesem Teil auch ein bisschen schwierig, finde ich, mit dem Du, weil ich da jetzt ja auch wirklich mehrere anspreche. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass nicht nur ich kein Cardigan gestrickt habe bisher. Genau,
Nini Polarstern hatte mich angesprochen, deswegen, da sie das auch machen würden, würde ein Cardigan stricken. Und da hatte ich jetzt die Idee, einen Call draus zu machen, vielleicht ab Anfang Januar. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da ein paar Leute mitmachen. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben oder bei Instagram mir eine Nachricht schicken oder so auch bei Reverie, das ist mir egal, ob ihr darauf ran Lust hättet. Und dann könnten wir am Januar vielleicht einfach so ein Cardigan Knit Along machen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn da jemand noch mit dabei ist. Ja. Ich freue mich dann auf jeden Fall schon mal über euer Feedback darüber, ob ihr dann die Idee gut findet oder nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Das wäre jetzt auch mein erstes Mal, ein Knit Along zu organisieren. Ich würde mich daher auf jeden Fall freuen, wenn ein paar Leute mitmachen. Ja, das wäre dann soweit erstmal das Strickige und Häklige oder das alles Wollige halt einfach so gesagt. Ich hätte dann jetzt noch zwei Bücher, die ich euch empfehlen wollen würde zum Thema Nachhaltigkeit. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich einen Nachhaltigkeits-Instagram-Account habe und mich auch sehr damit beschäftige mit dem Thema. Und da hätte ich jetzt einfach nochmal zwei Bücher, die würde ich euch empfehlen, wenn euch das Thema so ein bisschen interessiert oder ihr ein bisschen mehr dazu wissen wollt. Da hatte ich nämlich im Buchladen ein bisschen rumgestöbert und zwei sehr, wirklich sehr gute Bücher gefunden. Die sind sehr ähnlich, aber preislich auch sehr unterschiedlich und ein bisschen anders aufgemacht. Aber vielleicht ist eins davon ja was für euch oder auch vielleicht was zum Verschenken. Daher würde ich sie jetzt einfach mal eben einmal die Kamera zeigen. Ja, wenn euch dieser nachhaltige Kram nicht interessiert, könnt ihr natürlich auch einfach abschalten. Ich würde nämlich versuchen, das häufiger mit reinzubringen, dieses Thema, weil es liegt mir sehr am Herzen, dass wir selber ein bisschen besser mit der Welt umgehen. Eigentlich müssten wir Stricker, Häkler, Spinner eigentlich da auch ein bisschen mehr mit anfangen können als viele andere vielleicht, weil wir ja doch ein bisschen auch noch mehr aus den Tiermaterialien machen und auch selber noch mit der Hand arbeiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele, die als Hobby Handarbeiten haben, sich ein bisschen mehr damit verbunden fühlen als vielleicht Otto Normalverbraucher. Wobei es halt immer mehr Leute werden und wie gesagt, ich finde das wirklich sehr wichtig und interessant, das Thema. Und würde mich freuen, wenn euch das auch interessiert und ich euch da vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregen kann oder auch ein paar Ideen mitbringen kann. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wenn euch das Thema nicht interessiert, könnt ihr auch einfach abschalten. Danach kommt nämlich nur das Private. Ihr könnt auch gerne vorspulen bis zu den privaten Sachen, wenn ihr die wissen wollt. Ja, genau. Fange ich jetzt einfach mal an. Ich habe nämlich einmal dieses Buch. Das hat mir tatsächlich der Buchhändler geschenkt, weil ich da so viele Bücher bestellt hatte, hat er mir das geschenkt. Das kostet tatsächlich auch nur 5 Euro. Es heißt kleine Gase, große Wirkung, der Klimawandel. Das ist von David Nieles und Christian Sera. Die haben da viele Professoren und Forscher gefragt und haben daraus sehr süße kleine Grafiken gestaltet. Das sieht dann so aus. Und ist auf einer Seite immer so ein bisschen Text, so ein bisschen Information. Und die erklären dann das mit den Grafiken, wie der Klimawandel so entsteht. Das finde ich sehr interessant für die Leute, die erstmal wissen wollen, wie kommt das eigentlich? Was hat der Mensch da wirklich mit zu tun? Das kann man da auf jeden Fall sehr gut draus lernen. Hier am Ende ist auch noch so ein kleines Fazit. Jetzt schnarcht Karl wieder sehr laut. So, ich lege ihn noch mal ein bisschen anders hin. Ja, das wäre erstmal das eine Buch. Das andere Buch, das ist das Klimabuch. Davon gibt es auch das Ozeanbuch. Ich habe aber nur das Klimabuch da. Es ist sehr ähnlich diesem Buch hier. Das ist auch wieder, geht auch wieder darum, was ist der Klimawandel, wie entsteht er. Das ist hier auch wieder mit Grafiken dargestellt, so schön in Bildern, mit kleinen Texten, mit allen möglichen Sachen, was wir für können als Menschen. Was natürlicher Klimawandel ist, was der ist, den wir uns herbeiführen. Dieses Buch ist aus dem Ökom Verlag und von Esther Gonstala, hier unten seht ihr, geschrieben. Ich finde das auch sehr schön. Ich lese es auch noch, wie man sieht. Lese immer mal ein paar Seiten daraus. Hier ist zum Beispiel auch wieder ein bisschen was zum Klimaschutz zu Hause.
Ich lese immer mal so ein paar Seiten daraus, wenn ich ein bisschen Zeit und Lust habe. Dadurch, dass das so mit den Grafiken gemacht ist, hat man einfach auch nicht das Problem, dass man einfach mal irgendwas vergisst. Es ist wirklich sehr schön aufbereitet in beiden Büchern. Ich kann beide Bücher dazu einfach nur empfehlen. Also keine Werbung, ich werde nicht dafür bezahlt. Es ist einfach nur eine Empfehlung aus Herzen von mir. Das wäre es auch schon dazu. Dann würde ich jetzt nochmal zu dem Privaten kommen. Da habe ich ja einmal... Ich zeige euch nochmal Karl, der gehört ja irgendwie mit dazu zum Privaten. Nein, also dann würde ich jetzt nochmal ein bisschen zum Privaten kommen. Ja, was ist da im letzten Monat so gewesen oder im letzten Jahr? Ich hatte ja da nur ganz grob erzählt, dass bei uns sehr viele Schicksalsschläge gewesen sind mit zwei toten Omas, einem toten Schwiegervater, also meinem toten Schwiegervater. Letztes Mal fiel mir das auch sehr schwer, darüber zu sprechen. Ich muss zugeben, ich habe letztes Mal dann fast angefangen zu weinen, dabei musste ich wirklich ein bisschen mit mir kämpfen. Wie ist es jetzt? Wie sah es denn danach aus? Also wir hatten dann tatsächlich bei der Beerdigung meiner Oma mit meiner Tante und meinem Vater wegen dem Haus hier gesprochen. Wir sind ja in Omas Haus gezogen. Gekauft haben wir das jetzt offiziell im Januar. Seitdem ist das unseres. Januar, Februar. Ja, nee, sogar seit Februar erst. Also erst relativ spät haben wir es dann gekauft. Oma ist Juli. Ja, im Juli ist Oma gestorben, meine eine, und letzten Jahres. Und dann haben wir das Haus halt jetzt dieses Jahr gekauft, sind aber Ende Dezember hier eingezogen. Seitdem bin ich jetzt immer ein bisschen dabei, den Garten hinzukriegen, weil der Garten sieht noch genauso aus wie von meinem Opa von vor 10 Jahren. Mein Opa ist vor 10 Jahren gestorben. So sieht der Garten halt jetzt auch aus. Ich versuche dann ein bisschen so mir mehr anzupassen, ein bisschen wieder frischer zu machen, weil Oma hat dann natürlich nur noch den Garten so erhalten, wie er ist. Ich muddel immer ein bisschen rum, aber ich muss zugeben, ich habe mir ein bisschen zu viel aufgeladen dabei. Ich schaffe das alleine nicht ganz so viel. Mein Freund ist nämlich noch mit seiner Fortbildung beschäftigt, die er seit letztem Jahr macht. Oder nee, sogar schon seit vorletztem Jahr macht und hat dann nicht ganz so viel Zeit, in meinem Garten mitzuhelfen. Deswegen mache ich da hauptsächlich ganz viel. Er versucht aber so viel er kann natürlich zu machen. Wir haben hier auch noch viel im Haus zu tun. Der ganze Flur im Untergeschoss, das ist noch alles wie bei Oma. Da muss ich jetzt nochmal gucken, wie ich die Treppe vielleicht nochmal abbeize. Das Treppengeländer ist relativ dunkel, der ganze Flur ist so dunkel. Und wir haben dann auch noch eine Glasbausteinwand dann im Flur. Und da sind wir dann auch noch bei, zu gucken, wie können wir die ein bisschen besser isolieren. Ich habe jetzt überlegt, einen Vorhang zu nähen. Vielleicht hat da jemand nochmal einen Tipp, weil ich finde Stoffe immer relativ dünn. Wie ich die ein bisschen dicker kriege, dass es ein bisschen besser isoliert, weil im Winter kommt über die Glasbausteinwand doch relativ viel Kälte rein, das mussten wir im Januar schon feststellen. Wie gesagt, wir sind Ende Dezember, Januar sind wir hier eingezogen, so kurz vor Silvester sind wir hier eingezogen. Seitdem muddel ich hier dann so rum im Garten, hier drinne, bin immer noch im Hin- und Herräumen. Nächstes Jahr stehen schon Sachen an, die gemacht werden müssen. Dieses Jahr haben wir eine neue Küche gekriegt, wir sind hier eingezogen mit Omas Küche und haben jetzt alle Elektrogeräte ersetzt. Ich habe tatsächlich bei meiner Stromversorger-App festgestellt, dass wir seitdem, wir haben jetzt einen Monat die neue Küche, seitdem deutlich weniger Strom verbrauchen. Man muss mal überlegen, wie alt Omas Küchengeräte gewesen sein müssen, dass sie so viel Strom verbraucht haben. Ich habe halt ganz viel Geld dann in die neue Küche gesteckt. Nächstes Jahr steht ein neuer Fußboden im Wohnzimmer an, der muss nämlich isoliert werden. Wir haben nämlich unterm Fußboden im Wohnzimmer kein Boden, kein Fundament, wir haben darunter nur Dielen und Sand. So wurde vor 115 Jahren gebaut, Leute. Es ist richtig kalt. Ich laufe deswegen hier immer in Puschen rum im Winter. Jetzt habe ich mal wieder meine Füße in die Kamera gehalten. Ne? Man muss ja Tradition wahren, immer mal wieder Füße in die Kamera halten. Da steht also noch eine ganze Menge an. Karl geht's gut, der hatte... er hatte letztes Jahr einen epileptischen Anfall, Himmelfahrt. Das hatte ich euch ja nicht erzählt. Dieses Jahr hatte er tatsächlich auch einen, im Sommer. Ja, die Anfälle sind sehr lang, aber er hat die nur noch einmal jährlich, deswegen müssen wir da jetzt nichts groß machen. Es ist natürlich nicht so schön, wenn er immer seine epileptischen Anfälle hat. Ist auch für ihn nicht toll. Es ist dann auch sehr anhänglich. Also dieses Jahr war das wirklich, er hat dann, ich bin wach geworden nachts, weil ich was fallen gehört habe. Jetzt endlich, ich wusste sofort, dass es Karl ist. Ich war aber so müde und ich bin nicht aufgestanden. Ich fühle mich deswegen irgendwie immer noch ein bisschen schlecht. Und dann bin ich wieder eingeschlafen.
und habe ihn wieder fallen hören. Dann bin ich wach geworden, ich bin halt wieder wach geworden, weil ich ihn nochmal fallen hören habe. Und er hat dann mitbekommen, dass ich wach bin, ist dann zu mir gekommen und da habe ich sofort am Gehen gemerkt, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Er läuft dann wie so, also er läuft falsch. Ich kann auch gar nicht sagen, wie er läuft. Er läuft wie so ein betrunkener Hund halt. Ich keine Ahnung, auf jeden Fall nicht richtig. Und der Anfall muss eine gewisse Zeit gedauert haben, weil ich dazwischen ja wieder richtig eingeschlafen bin. Ja, mein Freund durfte dann nachts um kurz vor 4 das Badezimmer putzen. Ich musste den Hund beruhigen und den Hund waschen, wie immer halt eigentlich, weil er hatte wirklich wieder abgeführt beim epileptischen Anfall. Ihm geht es aber wieder gut, er ist wieder fit. Wie man hört, er schnarcht, er ist anhänglich wie eh und je. Ich habe dann danach, nach dem Anfall, mit ihm auf dem Sofa geschlafen, weil wir festgestellt haben, dass wenn ich beim Hund schlafe, ist das alles ein bisschen einfacher für ihn. Dann darf ich morgens auch wieder zur Arbeit gehen. Nein, ist ja nicht so anhänglich. Karl schläft nicht mehr im Bett, seitdem wir im Haus wohnen. Mein Freund hat endlich seinen Willen und der Hund schläft nicht mehr bei uns im Bett. Der Hund hat sein eigenes Bett. Er schläft nämlich in Omas alter Bettdecke und Omas alten Kopfkissen. Wir hatten das tatsächlich beim Haus ausräumen einfach auf den Boden geworfen, weil wir wollten die Matratze und das Bett halt weg haben. Und habe ich alles auf den Boden gepfeffert, was auf den Boden ging. Und pfusch, Karl lag drin. Seitdem, am ersten Umzugstag, da lag das noch in einem Nebenraum. Wir hatten noch nicht alles weggeräumt, ehrlich gesagt, weil wir auch viele Möbel von Oma behalten haben. Auch hier in meinem Hobbyraum übrigens. Hier der Schrank, der ist von meiner Oma. Der stand mal im Schlafzimmer bei ihr. Übrigens, hier liegt jetzt, steht da hinten auch die Liege von meinem Freund, die er braucht halt zum Üben für seine Fortbildung. Naja, und dann seitdem ist das Karls Bett, ne? Die Decke und das Kissen. Er findet das total klasse. ja, was war sonst so im letzten Monat? Ich habe ganz normal gearbeitet. Viel zu erzählen gibt es da eigentlich nicht. Ich verstehe mich sehr gut mit einigen Arbeitskollegen. Mit denen treffe ich mich auch viel privat. Diesen Monat stehen da noch so ein paar Sachen an. Am 11. feiern wir auf der Arbeit den Geburtstag von meinem Chef. Einmal, also er hat eingeladen, dann, da ich im Moment Donnerstag Herbstferien habe, also Herbstferien sind, dadurch habe ich meine Donnerstags, meine Wassergruppe nicht, die mache ich übrigens immer noch, kann ich da halt auch mal hingehen. Sonst normalerweise blende ich mich, wenn Donnerstags was ist, halt auf der Arbeit immer voll aus, weil ich ja erst um 10 nach Hause komme. Dann am Freitag diese Woche ist tatsächlich Schokofondue essen mit Arbeitskolleginnen, mit 3 Stück. Mit dem verstehe ich mich wirklich sehr gut, auch privat. Wir treffen uns dann zwischendurch. Dann irgendwann ist auch nochmal ein Spieleabend oder sowas geplant. Also ich bin da recht gut eingespannt im Moment. Ihr Freimarkt ist irgendwie auch nochmal Ende des Monats geplant. Und ja, aber ich habe nochmal ein langes Wochenende diesen Monat, nämlich Ende des Monats. Reformationstag ist ja frei, mittlerweile auch hier in Niedersachsen und in Bremen, darüber freue ich mich. Und dann am 1. November habe ich mich freigenommen und auch am 4. November. Das heißt, ich werde mich wahrscheinlich dann nochmal vor die Kamera setzen und für euch aufnehmen. Ich will ja schließlich auch diese Socken dann anziehen. Ich will die dann ja auch endlich anziehen können, diese Socken. Deswegen werde ich wahrscheinlich dann auch nochmal aufnehmen. Viel zu erzählen habe ich jetzt gerade nicht. Wie gesagt, wir sind hier auch immer noch mal ein bisschen am Rummuddeln. Wobei auch diesen Monat nicht ganz so viel. Ich habe jetzt gestern, eigentlich wollte ich gestern nämlich schon aufnehmen. Das hat aber nicht so ganz geklappt, wie ich wollte. Da habe ich dann unten einfach so ein bisschen beim Garten ein bisschen auf herbstlich gemacht. Ich habe mal ein bisschen Heide eingepflanzt. Was habe ich noch? Ach ja, und ein bisschen was umgetopft habe ich auch noch gestern. Also ich habe ein bisschen im Garten noch was gemacht. Gleich werde ich auch wieder in den Garten gehen. Ich werde das Video so ein bisschen bearbeiten. Einmal speichern und dann gehe ich in den Garten, dem Vorgarten mal ein bisschen Unkraut jäten. Der soll dann nämlich jetzt auch ein bisschen herbstfertig werden, damit dann alle Pflanzen ein bisschen Energie sammeln können und ich nicht nur Unkraut da habe. Wie gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig, da alles auf einmal hinzukriegen. Ja, das wäre es eigentlich jetzt auch schon das Private gewesen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Hinterlasst doch einfach einen Kommentar. Ich habe mich über all eure Kommentare übrigens beim letzten Mal sehr gefreut. Ich habe noch nicht alle beantwortet. Ich werde das auf jeden Fall aber gleich nochmal tun. Ich bin richtig glücklich, dass ich anscheinend bei euch allen irgendwie wieder so aufgenommen wurde, als wäre ich nie weg gewesen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig und es macht mir auch wirklich Spaß, wieder vor der Kamera zu sitzen und mit euch zu reden. Ich freue mich, wie gesagt, einfach riesig über eure ganzen Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder welche da lasst, wenn euch die Folge gefallen hat und ich euch vielleicht ein paar Ideen gegeben habe und ihr mich vielleicht auch sogar verlinkt oder so. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon.
auch wenn ihr die Aktion mitmachen wollt, die das Projekte-Bingo, sage ich jetzt mal, oder eben das den Cardigan-Knit-Along, da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen über euer Feedback und wenn ihr mitmachen wollt. Ich werde dazu auch nochmal Themen in meiner Reverie-Gruppe eröffnen. Da könnt ihr dann auch gerne nochmal was reinschreiben. Ja, das herrscht dann eigentlich schon. Ich wünsche euch dann auf jeden Fall noch einen schönen Tag, einen schönen weiteren Herbst bis jetzt, ne? Also noch schönen weiteren Oktober. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich Anfang November wieder. Ich freue mich auf jeden Fall schon, euch wiederzusehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, viel Spaß noch beim Stricken, Häkeln, Spinnen, Weben und was ihr sonst so macht. Tschüss!